So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1. Unser guter Freund Dusty hat die ganzen Wölfe tatsächlich auseinandergenommen. Ich habe ihm noch ein bisschen geholfen, so gut ich konnte. Ich habe ein bisschen HP verloren. Ich muss erstmal, direkt was essen. Unser guter alter Dusty, Mensch, das ist wirklich erstaunlich, was der alles kann. Hat wirklich lange gedauert, ich glaube, eine halbe Stunde, so ungefähr. Aber egal, hat funktioniert. Das heißt, wir können jetzt hier entspannt dem Weg folgen. Ich speichere direkt nochmal hier ab. So. Und ich bin gespannt, ob wir noch mehr Wölfe treffen oder ob das hier schon alles war. Folgt er uns noch? Ach komm. Na komm. So ist fein. Mich Kräuter ließ hier. Ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass hier irgendwie gleich ein Wolf oder sowas um die Ecke kommt. Oh, sieht aber eigentlich ganz friedlich aus. Okay. So. Okay. So, wie war das jetzt hier runterzukommen? Ne, darunter muss man gar nicht, ne? Schon vergessen, warte mal. Ach, diese Wege immer im Wald. Ich verlaufe mich da jedes Mal. Ist unglaublich. Geht auch ein Stückchen zurück. Da sind noch Scavenger. Gut, die schaffen wir aber auch so. Wenn da nicht noch mehr rumsteht. Ist nur einer? Die treten doch normalerweise paarweise auf, oder? So. Wir sind ein bisschen erkältet. Kann sein, dass ich mal ein paar Tage eventuell keine Folge bringen kann, je nachdem, wie der Zustand sich ändert. Das werdet ihr dann sehen. Oh, da sind ja recht viele. Oh, oh. Ach, Mann. Oh. Schön. Aber noch geht's mit dem Aufnehmen, mit der Stimme und allem. So. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt hier hinten lang, genau. Ich werde dann später nochmal eine Waldtour machen, vielleicht für Kräuterlies oder so. Ich weiß nicht, wie viel wir am Ende wirklich brauchen davon. Kommen wir eigentlich hier runter? Da geht's tief. Nee, wir müssen außen rum. Ist auch doof, dass ich mich bei Gothic leider nicht muten kann. Wenn ich husten muss oder sowas, dann drehe ich mich einfach mal ein bisschen weg. Das geht halt nicht anders. Oh, da sind noch Wölfe. 1, 2, 3, okay. Müssen wir uns mal merken, dass noch ein paar Wölfe sind. Sekunde kurz. So, ich muss halt nämlich immer so dumm rausschalten aus dem Programm. Weil aus irgendeinem Grund die Hotkeys nämlich nicht gehen. So. Das ist die noch da? Och, Mann, wo ist denn der wieder? Der Unsichtbare. Er ist nicht nur unsterblich, er kann sich auch noch unsichtbar machen. Das ist ein Typ. Fantastisch. Ein echter Gewinn für das Sumpflager. Also der könnte wahrscheinlich alleine hier alles platt machen. So, hier haben wir schon alles gekillt. Genau, da passt das ja. Da bin ich ja gespannt, was wir jetzt bekommen, wenn wir den abgeben. Wir hoffen, dass er mir auch wirklich noch folgt. Ja, okay, passt. Der unsichtbare Dusty.
frage mich halt, ab wann wir endlich mal dann diese Arena schaffen, wie viel Level wir dann noch brauchen für. Ich muss nochmal irgendwie Schwertkampf oder sowas lernen, ich weiß nicht genau. So, Dusty. Wer war denn derjenige, der Dusty haben wollte? Oh, da ist eine Pfanne. Achso. So, Dusty ist da. Dusty? Ach, da unten ist er. Komm mal raus da. Nicht im Wasser spielen. Wichtige Aufgaben zu erledigen. Ah, so. Da ist er. Okay, warte mal. Dusty, den musste ich, glaube ich, ganz nach hinten bringen, ne? Wird hier überall festhängen wahrscheinlich. Wegfindung. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal, ich werde mal ganz kurz. Mal ganz kurz neu laden. Vielleicht ist er dann wieder da, weißt du? Ja, da ist er wieder. Und es ruckelt wie Sau, Alter. Was ist da los? Spiel, was ist nur los mit dir? Das ist heftig. Hilfe, es ruckelt. Oh. Und ich glaube, es spielt ab. Ja, das Spiel abgespielt. Okay, kurzer Cut, gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder zurück. Und da ist das die und es ruckelt nicht mehr. Fantastisch. Die Frage ist nur, wie kriege ich denn hier um den Pfeiler rum? Hm? Okay, jetzt geht's. So, wir müssen, glaube ich... Erstmal ist es sein Kumpel. Frage ist nur, welcher das war. Melvin, genau, der war das. Okay. Er will nicht mit seinem Kumpel reden. Dann gehen wir halt weiter. Was ist denn heute mit dem Spiel los? Ist doch unglaublich. Ruckel, zuppel die ganze Zeit. Nur am, am Sterben des Spiels irgendwie. Aber besser wird's einfach nicht. Also egal, was ich mache, also selbst ohne Mods ist es noch schlimmer eigentlich. Ich hatte einmal die Mods deaktiviert, testweise. Aber dann kannst du es eigentlich auch lassen, das Spiel. Ohne Mods. Ist einfach zu alt. Ist einfach zu alt. Aber egal. Wir schaffen das schon. Gothic 2 wiederum läuft wesentlich, wesentlich besser. Das kann ich schon mal spoilern. Gothic 2 läuft awesome flüssig. Oh. Mal zwischendurch speichern hier. So, das war jetzt, das war dort, genau, bei dem Kollegen. Ich habe neue Leute für dich. So, Baal. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich... Ja. Ich habe hier, genau, ich habe hier jemanden, den ich kennenlernen möchte. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Das will ich aber auf keinen Fall hier. So, sehr schön. Und? Das war's. Kein nettes Wort, er setzt sich hier einfach hin, genau. Okay. Gut, da haben wir das auch erledigt. Jetzt muss ich mal schauen. Sumpfkrauternte. Genau. Bla 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 bla. Auf dem See des neuen Lagers.
Ja gut, gewaltige Ärger ist mir egal. Ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt nur noch die Quest hier. Mehr ist nicht. Dann machen wir erstmal das jetzt. Ich sehe nichts. Es ist einfach alles schwarz. Okay, warte mal, ich gehe mal hier lang. Einfach alles komplett schwarz. Wir gehen jetzt ins neue Lager und gucken mal, dass wir da Sumpfkraut gewinnbringend loswerden. Wir brauchen ja jede Menge Erz noch. Und dann werden wir sehen. Vielleicht haben wir da auch noch ein paar Quests, ne? Bisschen einschleimen. Momentchen kurz. So. Huch. Bei Regen draußen rumlaufen. Vor allem, ich seh halt wirklich nichts. Es ist einfach nur alles schwarz. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube dann aussieht. Aber hier ist einfach alles komplett schwarz. Hier sehe ich eine Leiter. Ah, hier sehe ich es hier ein bisschen mehr. Da ist der Wasserfall, das heißt rechts rum, dann geradeaus. Ja, genau, perfekt. Auf zum neuen Lager. Da, 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 da. Dann nochmal mit ihm hier kurz quatschen. Hey Lester. Der Schläfer möge dich behüten. No. Und du? Alles klar, Alter? Alles klar, Alter. Mir einfach nichts sagt. Okay. Hi, ich bin neu hier. Ist der verbuggt? Der Schläfer sei mit dir. Ich höre nichts. Oh. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Was? Ich soll... Der Schläfer möge dich... Was? Ich soll den Guru einfach ansprechen? Okay. Hallo. Alles klar, Alter? Okay. Also es scheint nicht wirklich... Mach Platz. Er hat mit mir gesprochen. Ich darf mit ihm reden. Hi, ich bin neu hier. Ja, irgendwie geht's nicht. Keine Ahnung. Komische Gurus hier. Schnauze. So. Komische Gurus hier. Ihr dürft nicht mit mir reden. Du bist unwürdig. Oh, weißt du, das ist so ein Lager. Da würde ich nicht mal mit dem Arsch eintreten. Komische Leute hier. Sowas kann ich ja leiden. Wir gehen jetzt einfach mal ins neue Lager. Ne? Da sind sie auf jeden Fall ein bisschen netter als hier. Aber eigentlich will ich ja Magier werden und mir dann den magischen Respekt der Leute einholen. Ich denke, das schaffen wir auch noch. Ich muss irgendwie in der Arena noch gewinnen. Irgendwie muss das klappen. Beziehungsweise, naja, technisch gesehen nicht. Also wir können uns ja dem neuen Lager anschließen schon. Aber ich will trotzdem noch die Arena vorher machen. Das muss doch funktionieren. So. Deswegen, wir gehen jetzt erstmal ins neue Lager, versuchen dort das Sumpfkraut loszuwerden. In der Kneipe am See. Oder auf dem See. In der Kneipe. Und mal gucken, vielleicht gibt man da auch nochmal das ein oder andere Skillpünktchen dazu. Wir haben ja schon wieder 25 Skillpunkte. Wir brauchen noch eine Menge Erfahrung. Ja, wobei, geht eigentlich. Für Stufe 7 geht eigentlich tatsächlich. Weil die Level, die bringen halt schon eine Menge. Oh. Oh, ein Wolf. Oh nein. Folgen die mir jetzt? Und Blut fliegen. Was ist da los? Ich speichere mal ganz kurz. So, warte mal. Muss ich da jetzt überhaupt durch? Ja, theoretisch ist das halt der richtige Weg, ne? Wir können natürlich einfach außen rumgehen, aber... Ich würde schon gern irgendwie... Aber ich glaube, die Wölfe schaffe ich noch nicht. Ich probiere es einfach mal kurz. Ich muss einfach nochmal testen hier. Ich krieg mal hier einen Wolf rangepult, weißt du? Oh. Okay, die kämpfen gerade mit denen. Na komm. Einen schaffe ich bestimmt. Na komm, put, put, put. Ah, geschafft. So, schnell weg.
rumfliegen hier. Okay, sehr gut. Also einen Wurf haben wir locker geschafft. So, jetzt kümmern wir uns um seine Brüder. Oder... Aber erstmal hier ist eine einzelne Blutfliege. Ach. Och. Hey, komm her. Trau dich. So, so und so. Noch mehr? Okay, dann kann ich erstmal looten. Oh, dann esse ich erstmal was. Guck mal, er betrauert gerade seinen Bruder. Bruder! So, essen, schnell. Zack. Zack. Speichern. Und dann krallen wir uns den Wolf hier. Hallo! Na du Wolf, hier! Aua! Kackwolf. Okay. Muss man nochmal was futtern. Brauchen die eh die EP, weißt du? Nehme ich alles mit hier jetzt, wenn wir das schaffen. Ah, fühlt sich das gut an, dass wir die endlich platt machen können. Das ist genau dieses Erlebnis aus Rollenspielen, was ich meine. Das ist genau dieses Gefühl, was vorher der kleine Puppeltyp, der kein Wolf geschafft hat. Und dann haust du hier einfach mal mehrere am Stück weg. Genau wie die Fliegen hier. Oh, kommt noch eine? Dann nehme ich auch jede Menge von denen. Okay, machen wir der Reihe nach. So, zack, zack. Da muss noch den Wolf. Habe ich schon gelootet? Nee, habe ich schon gemacht. Okay. Step by step vorpirschen, töten. Das ist doch Spaß. Hey Wolf. Kommt der ran? So. Was ist das? Was ist das da? Ih! Was ist das für ein Vieh? Ah! Schwarzes, großes Monster. Ich sehe meinen Schatten, aber nicht von irgendwelchen anderen Viechern. Ah ja, ein Wolf. Okay, den schaffen wir. Schnauze! Oh Gott, da kommt es! Es kommt! Was ist das? Wenigstens ist es schon langsam. Hilfe! Was zum Teufel ist das? Ach, oh Gott, es folgt mir immer weiter. Aber es ist wenigstens ist es schön langsam. Da kann ich wenigstens noch wegrennen. Ach du Schande, ey. Boah, es kommt immer noch. Es kommt immer noch. Ich will es auch nicht speichern. Nicht, dass wir da jetzt hier einen ewigen Verfolger haben oder so ein Scheiß. Ich gehe mal hier auf die Brücke. Vielleicht haben wir dann Glück und der haut ab. So. Ich sehe ihn nicht mehr. Erstmal kurz eine Kleinigkeit. Ich habe gar nichts mehr. Und irgendwas hier, Brot oder so? Ja, Käse. 50 Käse einstecken, na klar. Logisch. Okay. Da unten ist er. Aber der ist unten im Wasser, ne? Schattenläufer. Ja, super. Warte mal, ich will was probieren. Haben wir noch Feuer? Da, Feuerball. Auf der 4. Warte mal, ich muss mal hier ein Stück rumgehen. Super. Ich weiß ja nicht, wie stark der ist. Er sieht halt so aus, als wäre er sehr, sehr stark. Ach Gott. Okay. Wie werde ich den jetzt wieder los? Tja. Na gut. Die Leichen bleiben ja wahrscheinlich sowieso liegen. Oh, hier sind auch noch Haufen Viecher. Ah, der Wald steckt noch voller Gegner.
Machen wir mal hier die Wölfe platt. Hallo. Ob ich zwei schaffe? Nein, zwei schaffe ich auf jeden Fall nicht. Ach, ja. Da müssen wir noch ein bisschen mehr trainieren. Da zwei Wölfe schaffen, so. Gucken, was mit der Schattenläufer ist. Ist der am Wegrennen? Oder hat sich da eingeklemmt? Ich könnte ihn wahrscheinlich locken. Ins alte Lager. Aber es ist auch irgendwie lame. Der hat sich da eingeklemmt. Na gut, dann lassen wir es einfach sein. Wird eh gerade dunkel. Ich würde sagen, wir gehen zurück zum alten Lager erstmal, übernachten eine Kleinigkeit und dann gehen wir nächsten Morgen ins neue Lager. Und ja, ich weiß, wir können uns auch den Lager anschließen und vielleicht sofort ein bisschen stärker werden, aber das Problem ist, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, wenn ich mich jetzt dem alten Lager anschließe und Schatten werde, dann ist das vielleicht ganz cool, aber dann komme ich vielleicht nicht mehr einfach so ins neue Lager rein, weil aktuell bin ich nämlich noch niemand. Das hat seine Vorteile. Jeder denkt, er kann mich noch umwerben. Außerdem hat es noch einen Vorteil, denn weil die denken, dass sie mich noch umwerben können, geben sie mir noch die ganzen Quests, die dafür eigentlich da sind. Wenn ich mich jetzt im Lager anschließe, sind die Quests wahrscheinlich weg oder weiß ich nicht, ob es da noch geht. Ich glaube in Risen, ich kann es nur mit Risen 1 immer vergleichen, aber bei Risen 1 war das nämlich so, du konntest für alle Fraktionen ein paar Quests machen, bevor du dich dann eine angeschlossen hast. Sobald du dich aber eine angeschlossen hast, waren dann die ganzen Quests weg. Und deswegen denke ich mal, dass es hier ähnliches System sein wird. Weil das war ja vor Risen. So, nächsten Morgen schlafen. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann ins neue Lager und versuchen einen kleinen, ja, Handel zu machen mit den Kollegen dort. Also, bis dahin, ciao.